Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Buchrezension. Heute geht es um dieses Buch hier, das Buch ohne Gnade von Anonymous. Ich habe mir das Buch gekauft, bevor wir in den Flieger nach Fuerteventura gestiegen sind. Da in dieser Buchhandlung, wie auch immer, gab es echt nichts, was mich wirklich vom Hocker gerissen hätte. Sehr, sehr wenig Fantasy-Bücher und hier sehr fast ausschließlich Fantasy. Und das war so das einzige Buch, was mich vom Cover natürlich sehr, sehr angesprochen hat. Also es ist sehr, sehr geil, sehr, sehr vielschichtig auch. Also man entdeckt immer wieder neue Details hier drauf. Und den Inhalt fand ich dann auch nicht so schlecht. Ich kann euch das ja mal kurz schnell vorlesen. Ein Hotel irgendwo in der Wüste. Etwas Großes steht bevor. Abgehalfterte Barkeeper, schizophrene Musiker und eine Handvoll Zombies machen sich auf den Weg zu dem Rockfestival, das unter dem Motto »Zurück von den Toten« steht. Die Teilnehmer sollen längst verstorbene Stars imitieren. Keiner von ihnen ahnt, dass sie dem Tod näher sind, als ihnen lieb ist. Denn ein weiterer Gast steht auf der Liste, ein wahnsinniger Killer namens Bourbon Kid. Was mir noch sehr, sehr gut gefallen hat, was ich dann natürlich erst so im Laufe der Zeit entdeckt habe, sind die sehr witzigen Details rund um die Geschichte. Schon erstmal der Buchtitel, das Buch ohne Gnade. Die anderen zwei Bücher heißen alle ähnlich. Lass mich mal schnell nachschauen. Genau, die heißen das Buch ohne Namen, das Buch ohne Staben und in Vorbereitung ist das Buch des Todes. Und schon das, hier drin steht zum Beispiel das Buch ohne Gnade, Roman, in Klammern höchstwahrscheinlich. Oder auch, dass der Autor einfach Anonymous heißt. Und das steht hier dann zum Beispiel auch im Innenteil. Anonymous hat im Verlauf der Jahrhunderte zahllose Bücher veröffentlicht. Es wäre unmöglich, sie hier aufzuzählen. Was er sonst noch gemacht hat, wo er wohnt, ob er verheiratet ist, Kinder hat und wie er so lange überleben konnte, ist leider unbekannt. Also das finde ich total witzig. Und dann gibt es hier noch so ein kleines Vorwort, sage ich mal, vom Autor. Liebe Leser, es ist niemals ungefährlich, sich auf Annahmen zu verlassen. Insbesondere ist es niemals ungefährlich, sich auf Annahmen bei Dingen zu verlassen, die ungefährlich erscheinen oder auch nicht. So gut wie sicher sind sie es nicht. Anonymous. Also das hat mir super gut gefallen. Das sind halt so Sachen, die man dann erst so im Laufe der Zeit entdeckt. Das Buch hat mich gekostet 9,99 € und ist im Bastei-Lübbe Verlag erschienen. Es sind sehr, 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 sehr viele Personen, die in diesem Buch vorkommen. Aber die werden relativ schnell in einen logischen Zusammenhang gebracht. Und dadurch kann man sie einfach auch sehr, sehr gut auseinanderhalten. Was mir bei manchen Büchern eher schwer gefallen ist. Aber hier wurde einem das wirklich erleichtert. Dadurch, dass man mit jedem einfach was ganz Bestimmtes verbinden konnte. Grob geht es halt wirklich darum, dass in dem Hotel Pasadena ein Gesangswettbewerb stattfindet. Der Back from the Dead Gesangswettbewerb. Und der findet jedes Jahr statt. Aber dieses Jahr wird der von mehreren Berufskillern und auch Zombies extremst gestört. Denn auch nicht alles an diesem Gesangswettbewerb ist so ganz koscher. Und was, also die Geschichte ist, naja, sie ist okay. Sie ist jetzt nicht so wahnsinnig ausgereift. Eigentlich geht es hauptsächlich darum, dass alle paar Minuten jemand stirbt. Und es ist ja nun mal nicht das, was ich so für gewöhnlich lese. Aber es ist alles ständig offen, wie sich die Geschichte weiterentwickelt, das Ende sowieso. Also wirklich bis zum letzten Wort des Buches ist das Ende komplett offen. Und das fand ich mal super genial, dass man nicht schon im Vorfeld sich die Geschichte so weiterdenken konnte. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Außerdem hat das Buch sehr, sehr kurze Kapitel, was es wirklich schön für den Urlaub gemacht hat. Da habe ich nicht eine Stunde oder anderthalb Stunden Zeit zu lesen, sondern immer mal nur so zwischendurch. Und da fand ich das schon richtig klasse. Mich würde jetzt mal interessieren, ob ihr das Buch schon gelesen habt oder vielleicht auch schon eins der anderen zwei. Und wie euch diese Art der Geschichte des Buches denn gefällt. Also ich bin immer noch am Überlegen, ob ich die anderen zwei Bücher lesen sollte oder nicht. Es war lustig und es war mal absolut was anderes. Es ist definitiv nicht ernst zu nehmen, auch wenn ein paar wirklich auch tiefgründige Stellen dabei sind. Aber es hat mich jetzt nicht so in seinen Bann gezogen.
Also, ja, schreibt mir doch mal in den Kommentaren, falls ihr das Buch oder eins der anderen zwei gelesen habt und wie ihr das so findet. Das würde mich sehr freuen. Und dann habe ich natürlich dieses Buch noch nach den Bewertungskriterien benotet, wie ich das immer so mache. Und dem Inhalt gebe ich jetzt mal eine 3. Ja, also es ist weit hergeholt, es ist unerwartet, aber es haut mich nicht vom Hocker. Die Aufmachung bekommt definitiv eine 1. Wie gesagt, das Cover finde ich große Klasse. Suchtfaktor bekommt auch nur eine 3. Romantik bekommt eine 6. Also sie ist hier in minimalen Teilen eventuell vorhanden, aber Glaubwürdigkeit bekommt um Gottes Willen eine 4. Ich hoffe, dass es nirgendwo auf der Welt so existiert. Schreibstil bekommt eine 2. Der war ganz in Ordnung. Lesespaß bekommt auch eine 2, weil es wirklich, da liegt wirklich die Betonung auf dem Spaß, weil es wirklich mal was anderes war und die Geschichte echt Spaß gemacht hat. Und da das wirklich ein Taschenbuch ist für 10 Euro, bekommt auch das Preis-Leistungs-Verhältnis eine 2. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich freue mich auf eure Kommentare und wir sehen uns ganz bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!